man muss nicht in Sri Lanka so Plastikflaschen kaufen. Ich habe eine gekriegt im Hostel und gestern musste ich, weil ich habe es verpennt, gebe ich zu. Sonst kann man hier ganz günstig Wasser aufführen und zwar für 4 Rupees, so ein Liter. Echt. Und dieser Liter kostet 4,50. Es geht nicht nur um Sparsamkeit, es geht auch um diesen Plastik nicht hinterlassen zu kaufen. Und die Einheimischen nutzen es auch. Hier, ich bin jetzt in Tanjale und hier gibt es 2 solche Refill-Water-Stationen. Die habe ich jetzt per Zufall gesehen. Ich latsche hier jeden Tag und sehe sie nicht. An der Hauptstraße gibt es noch eine. Ich verlinke die genaue Localization für diese Refill-Station, weil ich finde, das ist echt wichtig. Von vielen Leuten höre ich, ja, es geht nicht in Asien. Es geht schon in Asien. Man muss sich ein bisschen ja, umschauen. Bin hier schon seit 2 Tagen und habe erst auch die entdeckt. Ich zeige es euch, wie die aussieht, weil die ist oft nur in Tamil beschriftet. So, die Leute sind neugierig, was ich da drehe und was ich da mache. Ich stehe auf einem Abfluss. Bleh. Ja. Keine Ahnung, was sie da laufen lassen. Und sieht ihr, so schaut das aus. Das ist sehr unauffällig, weil ich bin da jeden Tag vorbeigelatscht und sah nichts. Die Frau hat sich jetzt versteckt. Aber schau, die führen auch hier, ja, die verkaufen auch Getränke anscheinend. Seht ihr, und alles ist ziemlich sicher, weil es wird gefiltert und der andere Mann, 4 kostet, seht ihr, 4. Und von 7, glaube ich, ist es geöffnet und die verkaufen auch Getränke. So schaut es aus. Und die andere in der Stadt, an der Hauptstraße, zeig's euch, dahinter, die Hauptstraße, da, die ist sogar in MAPSME markiert. Jemand hat sie schon markiert, das ist voll cool. Macht das, wenn ihr in Sri Lanka seid. Somit schön mal ein bisschen auch die Umwelt. Okay, ciao.